Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Ja, Sherlock kann es überhaupt gar nicht abwarten, endlich weiterzugehen. Wir gucken mal hier rechts, das ist bestimmt wieder eine Sackgasse. Ich wusste es. Ich sag ja immer, auf der rechten Seite sind irgendwie die Gänge mit den Sackgassen. Also diese Gänge haben sie doch recht einfach gehalten. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir endlich mal rauskommen oder ob wir jetzt noch irgend so ein blödes Rätsel lösen müssen. Weil, keine Ahnung, wie viele Rätsel haben wir jetzt schon gemacht? 4, 5? Also schon eine Handvoll, würde ich sagen. So. Eieiei, was für ein Tempel. Ich würde mir das ja gerne alles genauer angucken. Hier habe ich das Gefühl, wir müssen hier weiter. Nee, okay. Die bleiben sich ihrem Motto treu, dass wir immer links richtig rumgehen. Oh je. Oh oh. Ja, gehst du? Nein! Jetzt muss ich auf Zeit oder was? Hilfe! Ich hasse es, etwas auf Zeit zu machen. Ihr Arschlöcher! Oh Gott, okay. Oh. Sind wir jetzt am Ziel unserer Begierde angekommen? Sieht ja schon geil aus irgendwo. Das erinnert mich alles so richtig an Teso. Da haben die ja auch teilweise viel mit irgendwelchen... Ja, Indiana Jones-mäßigen Sachen. Der Schatz von Tekun Uman. Ja. Aber wir sind wieder bei einem neuen Rätsel. Nein. Okay. Das ist die Statuette, die Marley, Sir Charles und Greystock unter sich aufgeteilt haben. Okay. Das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Die Dinger scheinen wir. Ne, doch nicht. Ich da nicht gerade was machen? Er war hier. Also haben Greystock, Sir Charles und Marley von Anfang an Bescheid gewusst. Ja, das haben sie wohl. Wir gucken mal hier rein. Kein Schlüsselloch und keine Klinke. Es muss einen Weg hineingeben. Ja. Ach so, jetzt kann... Oder? Doch, jetzt kann ich die Dinger drücken. Okay. Haben wir denn hier irgendwo so Köpfe? Die sind scheinbar alle unterschiedlich. Okay. Punkte, Striche. Ich würde ja normalerweise sagen, das geht nach römischen Zahlen, aber Punkte und Striche. Obwohl, Moment. Eins. 2, 3, 4. Sind die Striche dann eventuell 5? Das wäre dann 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okay, also scheint hoffentlich doch ein einfaches Rätsel zu sein. Da. Ich würde ja mal interessieren, was jetzt passiert, wenn wir auf den falschen Knopf drücken. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir nicht auf den falschen Knopf drücken. Oh, aber ich glaube, ich weiß, was dann passiert. Das sind gar keine Glassplitter. Oha. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir nicht auf den falschen drücken. Wo waren wir denn jetzt? Bei 3 haben wir gedrückt, ne? So, 4 Punkte. So, wenn das jetzt wie bei den römischen Zahlen ist, dann müsste das theoretisch die 5 sein. Ah, perfekt. Geht.
Das heißt, ich nehme an... Ne, Moment. Wir brauchen jetzt den mit einem... einen Punkt. Und dann den mit zwei. So, haben wir auch eine 3? 3. Und die 5 wäre dann quasi die 10. Und jetzt tut sich gleich gar nichts mehr, bitte. Oh. Okay, also wir haben jetzt eine Errungenschaft freigeschaltet, Reise in die Fantasie anscheinend. Und aufgrund der Tatsache, dass wir wieder hier sind, waren wir jetzt doch nicht in einem realen Tempel. Okay, wir können jetzt mit B noch was schlussfolgern. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht vom letzten Rätsel. Weil die davor, die waren teilweise so schwer und das letzte, da haben sie einfach nur Zahlen rangemalt. Sir Charles ist schuldig. Moment, jetzt muss ich mal eben Space-Hinweise. Albert wurde zurückgelassen. Und Alberts Krankheit. Sohn ist unschuldig. Was ist denn jetzt dazugekommen? Furcht? Aussagen? Albert lügt. So, Albert glaubt, dass er vom Fluch befallen ist. Er wird sich an niemanden rächen. Albert gibt die Schuld an sein Schicksal den anderen Teilnehmern an der Expedition. Er sinnt auf Rache und könnte zu diesem Behufe den Fluch für sich nutzen. Ja, klar, klar, er ist verbittert, natürlich. Das, funktioniert dann nicht mit dem Sohn ist unschuldig? Wollt ihr mich verarschen? Es ist möglich, das Modell des Tempels fertigzustellen. Es gibt keinen Fluch, aber er hatte die Gelegenheit. Hä? Sie haben alle Hinweise in diesem Fall gefunden. Ja, toll. Aber jetzt... Oh Gott. Weiß von dem Fluch, er hatte die... Moment, Moment. Sir Charles weiß nichts von einem Fluch. Dann machen wir das mal rückgängig. Dann scheint es aber trotzdem nicht richtig zu sein, okay? Ein kleines Kind ist nicht kräftig und durchtrieben genug, um jemanden zu ermorden. Albert lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte einer Person von kleiner Statur gehören und diese Person könnte auch der Mörder sein. Verdächtiger ist klein. Hatte ich doch. Ja, Sohn ist unschuldig. Wieso ist denn beides rot? Bernhard glaubt wirklich, dass er einer der Auserwählten ist und den Willen fürchtet sich vor dem Fluch und versucht sich... Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Also diese ganzen Verzweigungen, ich finde das alles so unlogisch irgendwie. Sir Charles wollte, dass Greystock stirbt, um seine Sammlung ja.
stehen im Widerspruch. Keiner will dir doch über den Tempel reden. Muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben, um das Modell herstellen zu können. So. Nein, er muss sie betreten haben. Aber irgendwie passt das jetzt nicht mit den anderen anscheinend zusammen. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es irgendwie nicht, ganz ehrlich. Also das scheint ja richtig zu sein, weil das ist ja blau. Ich verstehe allerdings nicht. Kleine Statur. Ich kann hier anscheinend auch nichts anderes anklicken. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt davor gemacht habe. Aber egal, was ich hier mache, es bleibt immer rot irgendwie. Aber wenn ich das mache, der Sohn ist unschuldig, dann geht das wenigstens auf blau. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube wirklich, dass er einer der Auserwählten ist. Wenn ich das mache, tut sich hier nichts. Wenn ich das mache, wird das rot. Also mache ich das jetzt wieder rein. Was soll ich das denn wissen? Oh Gott. Ich muss aber jetzt mit B anscheinend irgendeine Entscheidung treffen. Also eine Person mit kleiner Statur könnte darin Platz finden. Was auch immer das jetzt heißen mag. Sir Charles und Bernard Marley behaupten, dass Albert auf der Expedition nach Guatemala vor 14 Jahren gestorben ist. Doch sie haben Albert im Krankenhaus auf der Station für tropische Krankheiten getroffen. Also, Albert ist derjenige, der zurückgelassen wurde. Ja? Ja, geh mir doch nicht auf den Sack mit deinen Hinweisen. Ich will das hier jetzt machen. So, Albert. Albert gibt den anderen die Schuld an seinem Schicksal. Das würde also passen. So, und das andere ist Sir Charles, ob er die Gelegenheit hat. Das war Albert. Hat die vor 10 Jahren hergestellt. Ja. Untersuchen Sie den Mord. Ja, toll. Wahrscheinlich soll ich eine Schlussfolgerung ziehen, nehme ich mal an. Aber kann man da eigentlich noch irgendwas sehen mit der Perspektive? Nö. Okay. Ja. Also, das Problem ist, wenn ich das eine oder das andere da wegtue, dass, ja, das irgendwie alles total durcheinander ist. Das ist doch scheiße. Also, ich würde normalerweise sagen, Verdächtiger ist klein. Das würde ja passen. Ich behaupte mal einfach, er hat es nicht gewusst. Okay, dann wird das hier blau. Aber dann ist das hier immer noch rot. Und was ist mit den Clubschulden? Also das ist schon mal gut. Was ist denn... Ja, da kann ich ja nichts ändern, ne? Es gibt keinen Fluch. Fluch existiert. Achso, nee, es gibt keinen Fluch, hatte ich vorher auch. Okay. Ja, aber er ist definitiv verbittert. Also, was ist denn, wenn wir sagen, der hätte auch jede andere Sammlung verkaufen können? Ah! Ah! Okay. Dann kommt er zu dem... Ja, super. Boah, das war jetzt aber...
Also, Albert ist schuldig. Albert hat einen zwergwüchsigen Komplizen eingesetzt, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass Zacharias Greystoke und später die weiteren Clubmitglieder durch den Fluch umgekommen seien. Ja, die Frage ist jetzt, soll man Gnade erweisen oder nicht? Also keine Gnade, Albert hat aus Rache getötet mit einem zwergwüchsigen Komplizen. Sie sollten beide ins Gefängnis. Gnade für Albert. Wieso sage ich eigentlich immer Albert? Er hat nicht mehr lange zu leben und wird niemanden mehr töten können. Sein zwergwüchsiger Komplize stand unter seinem Befehl. Beide sollten auf freien Fuß bleiben. Nee, also sorry, aber der geht natürlich ins Gefängnis. Mr. Orbit. Oh, Ihr Sohn ist zu Besuch. Ja, wie Sie sehen. Wir müssen uns unterhalten. Es betrifft auch die Polizei. Verstehe. Gulliver geht zu unserer Nachbarin Mrs. James. Mhm. Das hier ist nichts für Kinder. Ach, nur eine Sekunde, bitte. Sieht man aber, dass das kein Kind ist. Ein Pygmäe? Wie ich vermutet habe, er brachte ihn aus Brasilien mit. Sie waren dort beide Sklaven und sind zusammen entkommen, richtig? Absolut richtig. Wir sind Kameraden bis zum Tod. Er ist wie ein Bruder für mich. Jetzt ist alles klar. Sie und Ihr Komplize sind schuldig des Mordes an Zacharias Greystoke. Sie mussten für Ihre Taten büßen. Wenn ich Sie doch nur alle erwischt hätte. Aber Gulliver hat nur meine Anweisungen befolgt. Darüber wird das Gericht entscheiden. Aber ich habe so meine Zweifel, ob es Gnade für einen Pygmäen gibt, der Engländer auf dem Gewissen hat. Ja, er verabscheute seine Expeditionskollegen, weil sie ihn im Stich gelassen hatten. Der Mord wurde durch seinen Komplizen begangen und sollte mit dem Fluch vertuscht werden. Sie müssen beide eingesperrt werden. 55% aller Spieler haben die gleiche Entscheidung wie ich getroffen. Okay. Wir haben alle keine Gnade gelten lassen. 19 Hinweise habe ich gefunden. Ja, da würde ich sagen, das bestätigen wir doch mal.